sie das Tempo durchhalten, weiterhin so schnell laufen, dann dürfte es eine Zeit so um die 8 Minuten geben, wahrscheinlich ein bisschen drüber. Aber wer weiß, zu was die Kenianer vorne noch fähig sind. Die Lücke, die ist leicht aufgegangen zwischen Biric, Kovic hin zu Jager. Biric, ja, der einzige in dieser und auch in der letzten Saison, der überhaupt unter 8 Minuten gelaufen ist. Zudem der Jahresschnellste. Und diese Zeit unter den 8 Minuten, die strebt natürlich auch Jager an. Sein großes Ziel. Dafür muss er an den beiden Kenianern dranbleiben. Und das tut er im Moment. Die Lücke ein klein wenig größer, aber Jager noch immer an dritter Position hinter Kovic und Biric. Die letzte Runde läuft und Kovic zieht vorne weg. Biric mit dem Blick nach hinten, Jager an dritter Position. Jager, das haben wir sehr schön sehen können, Blick nach oben. Schaut sich auch, wie schnell dass er unterwegs ist. Kovic aber vorne weg. Der Blick nach hinten und da stellt er fest, dass auch Biric ihm nicht folgen kann. Paul Kovic auf dem Weg zum Sieg in dieser 3000 Meter Steeple-Konkurrenz der Herren. Wir schauen gespannt auf die Zeit. Es gibt keine unter 8 Minuten. Kovic gewinnt in 18:24. Biric gewinnt das Diamond Race, weil er hier auf den zweiten Platz läuft. Und Ivan Jager rettet die Ehre der Amerikaner und klassiert sich auf Rang 3. Thank you.